Und damit herzlich willkommen, liebe Leute. Da bin ich. Ja, zum letzten Spiel. Ich habe eigentlich im Outro alles gesagt für diejenigen, die es nicht gucken, warum auch immer. Jetzt juckt auch ausgerechnet jetzt die Nase. Weißt du, gerade so 5 Minuten, gut, ist übertrieben, aber 2 Minuten Aufnahmepause gemacht. Nase juckt nicht und jetzt fängt sie an zu jucken. Das ist ein Traum. Naja, ich unterdrück das. Wie gesagt, ich war eigentlich mit dem Spiel sehr zufrieden. Am Anfang waren wir doch recht dominant und stark, haben allein durch Lacazette 4 gute Chancen liegen lassen. Dem will ich jetzt aber auch nicht so viel vorwerfen, denn er hat 2 Tore gemacht, der Kerl. Und ja, die Mannschaft hat dann nach dem 2-1 wacker gekämpft und den Vorsprung gut verwaltet, wie ich fand. Also wirklich aufopferungsvoll in der Abwehr, mit ein bisschen Flachodimos, der auch stark gehalten hat. Aber das konnte sich durchaus sehen lassen. Hui, da kommt nochmal Mittagessen. Und ja, ansonsten dummer Elfmeter. Anders kann ich das nicht sagen. Das ist so ein bisschen das Teil, das mir die Laune so ein bisschen drückt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Erstmal können wir auf die Statistiken gucken. Wir gucken ja immer gemeinsam. Alleine will ich da auch gar nicht reingucken. Ja, wir sehen es. Wir hatten mehr Schüsse aufs Tor. Ballbesitz war ein bisschen mehr bei Chelsea, weil sie ja zum Schluss wirklich gut gedrückt haben, aber allein die Passsicherheit und alles waren wir viel, viel stärker, mehr Chancen. Also wir hätten durchaus die 3 Punkte verdient gehabt. Mit den einen kann man zwar auch le leben, glaube ich, aber ich weiß jetzt nicht die Ergebnisse. Wir sind damit alle Mann 7 Punkte, also so ein Dreier wäre richtig gut gewesen. Es sind zwar noch 2 Spiele, das nächste gegen die Shamrock Rovers müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Gegen die Boys aus Schottland. Ich kann das sein, dass ich die beim letzten Mal aus Versehen nach Irland gepackt habe. Dabei sind das doch. Nee, warte mal. Bohem Mainz, Cork City, Derry City, Sligo, Torquay United. Doch, ist irische Mannschaft. Warum will ich die jetzt nach Schottland packen? Weiß das einer? Nee, ne? Naja, auf jeden Fall gegen die Shamrock Rovers müssen wir gewinnen. Komme, was wolle. Und dann je nachdem. Eigentlich müssten wir hoffen, dass Chelsea gewinnt, weil dann können wir im Spiel gegen Valencia etwas ruhiger zustatten gehen. Wenn Valencia gewinnt, dann sind wir richtig unter Druck gegen Valencia. Ist, glaube ich, das besser. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will. Es kommt am Ende immer auf uns selber an. Und deswegen, ja. Verhüten ist mein Leben. Aaron B. aus Dublin. Ja, gut. Wir haben Dublin durch eine couragierte Leistung auf unserem Niveau heruntergeholt. Hey, nichts gegen die Iren, mein Freund. Wir haben es nicht geschafft, aus unserer optischen Überlegenheit etwas Zwingendes zu machen, aber wir haben vom ersten Moment an nicht den Druck ausstrahlen können, den wir wollten. Also ich fand schon, wir haben am Anfang eine Menge Druck gemacht. Ich war sehr überrascht. Internationale Spiele sind einfach härter und dabei wird noch nicht einmal gegen Regeln verstoßen. Schiedsrichter. Seit wann kann denn auch der Schiedsrichter hier was sagen? Das ist ja cool. Ja, er entdeckt immer wieder was Neues. So, jetzt werden wir vor allen Dingen uns um Transfers kümmern, wenn ich das mal so richtig sehe. Und dann kommt Dortmund. Keine leichte Aufgabe, weil ich erinnere mich, dass wir, Vidal verkauft haben. Der war jetzt gegen Chelsea nicht so schlecht. Ja, gut. Hätte ich das mal gewusst, dann muss ich den auch noch aussortieren. Das ist ja was. Das gibt's ja gar nicht. Warum sagt mir das denn von euch keiner, dass wir Vidal verkauft haben? Ja, da hätte ich akzeptieren können. Für Gabut waren die 750.000 gegeben. Dann mache ich das direkt, weil Vidal, der muss erstmal direkt runter. Rafinha wechselt für 22,5 Millionen. Wir haben wieder 82 Millionen, Freunde. Und ich habe auch gesehen, wir haben hier einige angefragt. Knoche und Brooks für die Innenverteidigung. Aber wenn wir Vidal und die ganzen verkaufen, dann brauchen wir definitiv auch jemanden fürs defensive Mittelfeld. Was habe ich mir dabei gedacht? Adeli für 1 Million weg. Sané wird nicht so schnell verkauft. So, Blaise Matuidi können wir gern verkaufen. Der hat ja nie so wirklich gezündet, leider. Der müsste eigentlich für 12 Millionen müsste der doch gehen, sag mal. Bei 7,25 Wert muss der doch für 12 Millionen gehen. Da müssen wir doch einen finden. Die kann ich ja nicht glauben. Matuidi, da haben wir doch einen. Die Black Cats schon wieder.
Haben die nicht auch erst Dings gekauft? Shaqiri, sage ich schon. Vidal? Oder sind die Black Cats? Nee, Sunderland. Ja, liege ich doch richtig. Kaufen sie halt unsere Sechser weg. Ich meine, Vidal ist hier immer noch mit 78 durchwachsen, aber gut. Jetzt, wo ich weiß, dass er. Ja, gut, wir haben Emre Can auch noch. Also, wir haben da schon noch Leute, die wir. Oh, ich habe Blaise Matuidi angeboten, obwohl er noch in der ersten Mannschaft war. Ist auch nicht so clever. Aber sonst habe ich keinen hier, den ich verkaufen will oder der schon verkauft ist, oder? Nicht, dass ich hier jemanden spielen lasse und der wechselt nachher. Nee, gut. Dann müssen wir jetzt aber definitiv noch einen Sechser nach oben ziehen. Wir sehen, wir haben hier schon viele, die verkauft werden sollen. Ein Sechser müssen wir noch nach oben ziehen. Moment, ihr beiden, ihr spielt schon mal nicht. Das könnt ihr nämlich schön knicken. So, dann würde ich sagen, ziehen wir Rani Khedira hoch. Weil er ja in meinem anderen Offscreen-Spielstand so gut abgegangen ist. Und verkaufen ihn erstmal nicht. So. So würde ich jetzt hantieren wollen. Wir sehen natürlich jetzt Spielerknappheit hier in der zweiten Mannschaft, aber das können wir nicht ändern. Müssen erstmal sehen, dass wir hier zurechtkommen. Rani Khedira, Trainingsziele sind noch eingestellt. Wunderbar. Emre Can ist ein solider Einwechselspieler. Fürs offensive Mittelfeld haben wir gerade auch keinen Ersatz. Das heißt, da müssen wir auch gerade nochmal jemand hochziehen. Ein Spielmacher. Max Meyer ist ja kein Spielmacher, ne? Es ist ein Dribbler. Ja gut, dann müssen wir wohl den guten Salalem nach oben ziehen. Der ist Spielmacher, hat nur eine 70, aber ich wüsste nicht, wer hier sonst geht. Gaudino kann ja nicht stärker sein, das geht nicht. Ne, müssen wir Salalem auch noch hochziehen. Dort ist ja ein Ding, du. So, jetzt wird das aber ganz knapp mit den Spielern in der zweiten Mannschaft, aber die erste geht natürlich vor. So, Leitsch, den hatte ich ja hochgezogen, weil ich ihn verkaufen wollte. Sobald das durchgeht, kann er wieder runter, genau wie Gudetti. Die beiden sollen auch noch vom Tisch. Und ja, jetzt muss ich mal hier mir einen Überblick verschaffen, was ich in der letzten Aufnahmesession alles gemacht habe. Prugs, Mirin, die packe ich jetzt erstmal hier weg. Ich glaube, das sind die Spieler, deren Verträge ausläuft, wenn mich nicht alles täuscht. Aber damit will ich mich gerade noch nicht beschäftigen, um ehrlich zu sein. Douglas Costa könnte kommen. Coutinho könnte kommen. Knoche als Sechser oder Innenverteidiger und Brooks als Innenverteidiger. Damit könnte ich sehr gut leben, das lassen wir so. So, jetzt müssen wir nur gucken. Brauchen wir wirklich zwei Flügelspieler noch? Wollen ja nicht das Geld unnötig ausgeben, ne? Konzentrieren uns auf einen von den Flügelspielern, sprich Douglas Costa oder Philippe Coutinho, oder wir holen doch beide. Ach, ich weiß nicht, da haben wir wieder so viel Geld ausgegeben. Ich meine, 15 Millionen ausgeben oder nicht, das ist schon eine Sache, auch wenn die hier noch gut Geld einbringen könnten. Lahic und Dingens. Lass uns mal auf uns zukommen. Gucke ich mir mal an, was ich da geboten habe, wie der Verhandlungsstatus ist. Machen wir jetzt erstmal weiter. Tut mir leid, wenn ich mich da erst wieder reinfuchsen muss, Leute, aber die letzte Aufnahmesession war, wie gesagt, am 19. Dezember und jetzt ist der 3. Januar. Es ist ein bisschen her. Und ich glaube, ich hatte gesagt, 15 Millionen gebe ich aus und drüber nicht. Deswegen bleibe ich hier bei Philipp Coutinho für den 15 Millionen. Bei ihm bleibe ich bei dem Geld. Und bei Douglas Costa bleibe ich auch bei den 15 Millionen. Wenn beides scheitert, müssen wir uns nochmal neu umschauen. Das ist auch kein Problem. Brooks hatte ich, glaube ich, auch gesagt, 12,5 wäre meine Grenze. Aber ich weiß es, wie gesagt, alles nicht mehr ganz so genau. Ah, knifflig, ne? Knifflig, knifflig. Erstmal hier, warte mal, wenn man so überlegt, so. Also, ich weiß ja nicht, wie sieht das aus? Sieht man, ne? 12 Millionen für Matuidi, unterzeichnen. Zack, zack, zack. So, dann könnte man noch mal gut Geld machen. Geis bringt 20 Millionen, Shawcross bringt, glaube ich, 10 Millionen,
Ausgabe bringt 750.000. Das ist alles Kleingeld, das wir gut gebrauchen können. Und dann kommen wir hier von dem Kontostand mal locker hoch. Und müssen vielleicht mal gucken, dass wir für die zweite Mannschaft dann noch ein paar Spieler einkaufen. Aber das mache ich dann wirklich kurzfristig. Ihm sage ich mal, du wirst in der Regel spielen. Und wir machen aus dem einen Nationalspieler. Ich glaube, das sollte ich schon hinkriegen. 2,5 Millionen Gehalt bei Abstieg und keinem internationalen Wettbewerb darf er ablösefrei gehen. Das sollte man ja eigentlich schaffen. Ich weiß gerade nicht die aktuelle Tabellenlage, aber in der Regel kriege ich sowas hin. Hier gehen wir auf 100.000. Ich muss jetzt mal von meinem alten Muster runterkommen, weil in meinen Offscreen-Karrieren habe ich mehr Geld als bei RB Leipzig. Man mag es gar nicht glauben. Und da kann ich da ein bisschen verschwenderisch umgehen. Douglas Costa für 15 Millionen könnte klappen. Der andere wird dann wohl bestimmt gescheitert sein. Brooks für 12,5 wird knapp. Müssen wir uns halt nach einem anderen Verteidiger umsehen, obwohl Brooks wirklich die 1A-Lösung wäre. Ich meine, ich klecker hier nicht mit dem Geld, weißt du, ich gucke jeden Cent extra, drehe ich doppelt um, obwohl ich es eigentlich nicht nötig hätte, aber es ist halt ein Managementspiel und demzufolge geht es darum, möglichst viel Geld zu machen und das heißt auch bei den Einkäufen, laut meiner Definition, möglichst viel Geld zu sparen. Und deswegen mache ich das so, wie ich das gerade mache, nur damit ihr das mal erklärt bekommen habt. So, ansonsten Rani Khedira packt man noch rein für Schulten, damit wir einen haben, der zur Not noch Innenverteidiger spielen kann, denn ich glaube, er kann's. So, Lahic können wir immer noch nicht verkaufen, oder? Nee, nur zur Laie. Und Gudetti auch nur zur Laie. Es ist dieser behinderte Wechselbug gewesen. Gut. Spielerverträge verlängern, hatte ich da schon mal nachgeguckt, oder war das eher nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Da bin ich ganz ehrlich. So, Jugendspieler, die gucke ich mir natürlich immer gerne an und versuche die zu unserem Verein zu holen. Kennt ihr ja. Wir haben zwar schon eine Top-Jugendmannschaft, muss ich sagen. Für die, wie lange sind wir jetzt bei RB Leipzig? Ein Jahr zweite Bundesliga aufgestiegen, ein Jahr Meister. Jetzt hier ein halbes Jahr und davor glaube ich ein halbes Jahr. Auf jeden Fall mindestens 2,5 Jahre sind wir schon bei RB Leipzig. Das ist nicht so schlecht, dass wir in der in relativ kurzen Zeit, 2,5 Jahre sind eine kurze Zeit, da eine so starke Jugend draus gezaubert haben. Vielleicht gibt's hier einen für die Reserve, den wir kurzfristig kaufen könnten. Sagen wir mal bis 19 Jahre. Und dann vielleicht noch ein bisschen schlechter. Einfach mal so Spieler. Den hat man doch schon in unserer Jugend, oder? Einfach, dass wir in der zweiten Mannschaft noch ein paar Spieler haben. Das kann ja nicht schaden. Der ist ja nicht so teuer, ne? 25.000. Ich glaube, der hat vorher mehr verdient. Das sollte kein Problem sein, damit wir da ein paar Wechselalternativen haben. Auch wenn die hier nie zu Stars werden, zur Not verkaufen wir sie im Winter oder so wieder. Ach ja, hier ist ja wieder das. Dann machen wir hier auch 250 draus. 250 draus und geben 35.000. So, Horvat, was kannst du für Positionen spielen? Nichts wirklich, was wir gebrauchen können. Bonazzoli ist jetzt auch nicht so der Stürmer, den ich mag. Vom Spielertypen her. Der sieht vielversprechend aus, hat ein Spielerbild, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich hatte meine Zeit lang in meiner Offscreen-Karriere so gemacht, dass ich nur Spieler kaufe mit einem Spielerbild. Ich sag euch, das ist nicht ganz so easy. Da muss man auf viele leckere Spieler verzichten, die, was weiß ich warum, kein Spielerbild haben. Gut, ist jetzt schon ein paar Jahre alt, der Fußballmanager, und auch der Spielstand hier, der Spielstand, sage ich, die Datenbank schon ein paar Tage alt, aber trotzdem waren ein paar leckere Spieler dabei, wie gesagt. Fand ich schade, dass wir da nicht alle kaufen konnten.
so ein Material zum Beispiel, den du immer gern mal für eine zweite Mannschaft erstmal kaufen willst, der ging leider nicht. Mohamed El-Ouarouchi ist verdammt schnell, könnte also eine Alternative sein, den holen wir uns auch mal. Und dann gucken wir uns noch dann gleich den Capello an. Ist das der Sohn vom Fabio Capello? Ich glaube nicht, aber man kann sich das ja mal anhören. Ihn geben wir mal 150.000. Müssen dann gleich bestimmt nochmal aufmöbeln, aber erstmal gucken. So, wie lange haben wir den Part schon? 15 Minuten, Pi mal Daumen. Bisschen weniger. Ja, ich gucke, wie gesagt, wer den letzten Part nicht gesehen hat, wenn ich so rüber gucke, gucke ich Richtung Facecam. Läuft über Notebook und das steht da an der Seite und deswegen kann ich da nicht direkt da in die Kamera gucken. So, Meisterprämie können wir bei ihm auch erstmal weglassen. Gehen wir auf 200.000 hoch und dann muss das passen. Und Capello, Distanzschütze, gefällt mir auch nicht vom Stürmertyp her, deswegen lassen wir das. So, Freunde. Dann gehen wir nochmal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Schnäppchen. Und zwar vereinslos, haben wir ja schon gesehen. Da gibt es jetzt auch nicht mehr Spieler, als angezeigt wurde. Die sind alle zu alt. Wenn, dann will ich Leute haben, die unter 20 sind. Sonst macht das keinen Sinn für eine zweite Mannschaft, wenn du da nur Rentner reinsteckst. Haben wir für irgendeinen eine Rückkaufoption? Bestimmt nicht. Nope. Damit hantiere ich halt nie. Auslandsangebot, dass da einer günstig gehen kann. Wäre bei Gabbiadini der Fall, aber gut, da haben wir jetzt mehr als genug. Bei Hugo Mallo wäre es auch der Fall. Und auf der Rechtsverteidigerposition sind wir nicht mehr so stark angesiedelt, wenn mich das nicht täuscht. Okay, wir haben Eihahn, der momentan Innenverteidiger aushelfen muss. Aber für 7,5 könnten wir uns den doch antun, oder? Gibt uns eine Alternative. Ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber gut, 7,5 ist jetzt nicht so ein Schnäppchen, aber ich finde, das ist durchaus, das kriegen wir rausgeholt. Er hier war mal schon mal bei uns, der John Swift. Ist mit 20 leider schon einen Ticken zu alt. Klingt zwar seltsam, aber ich suche Spieler für die Reserve eigentlich. Und da passt er nicht mehr so ganz. Ansonsten hier bei den Ausstiegsklauseln landet man, glaube ich, nie einen Treffer. Das wäre Blasphemie. Zum Beispiel hier Patrick Olsen ist aber auch zu alt. Nee, da greift keine Ausstiegsklausel der Welt. FC Utrecht hat Interesse an mir. Der Präsident gewinnt Vertrauen. Brooks abgegeben. Matuidi bringt 12 Millionen ein, Douglas Costa ist gescheitert, damit haben wir keinen Außenspieler mehr, dann sollten wir uns vielleicht doch mal Gabbiadini anhören. Guck ich mal. Gabbiadini merken wir uns gerade. Bakkali, bei dem warte ich auf einen Durchbruch, sieht aber mittlerweile gut aus, eine 73. Der ist bei uns jetzt besser geworden. Wie gesagt, den haben wir uns in Jena schon geholt. Könnt ihr hier nachsehen. Haben wir uns den ausgeliehen für 25.000. War damals fast unser ganzes Transferbudget. Dann ist er zurückgegangen zu Eindhoven. Und ich habe mir dann, als ich bei Leipzig angefangen habe, habe ich mich daran erinnert. Warte mal, wir hatten doch Bakkali. So, er bringt 750.000. Shawcross bringt 10 Millionen. Und Geist 22 Millionen. Sagt noch mal einer, wir leben vom Geld, Kommerz und so ein Scheiß. Denkste. So. Dann wäre es eigentlich an der Zeit, noch ein paar Spieler hochzuziehen. Ich überlege, den Saar hochzuziehen. Den müssen wir, glaube ich, auch mit hochziehen, weil wir haben keinen Innenverteidiger mehr. Und Max Meyer ist stark unterwegs, aber auf rechts außen haben wir zu viel Betrieb gerade. Deswegen muss der Max nochmal warten. So, Saar kommt rein für Kedira. Und wie gesagt, Leitsch und Gudetti würde ich gerne noch verkaufen, aber es geht aktuell nicht. Und Tamo Hader könnte ich eigentlich auch verkaufen. Aber geht aktuell auch nicht. Dann würde man nämlich gut Gewinn machen. Der ist, glaube ich, relativ günstig gekommen für ablösefrei.
Das sehe ich als relativ günstig an. Ihr könnt mich gern berichtigen in den Kommentaren, aber ich glaube, das ist günstig, ablösefrei. Kann man so machen. So, Dorm ist noch nicht so stark, wie ich das in meiner anderen Karriere habe, aber gut. Kann noch werden. Ansonsten sieht die Mannschaft soweit solide aus und wir gucken jetzt nochmal nach Gabbiadini. Ist zwar jetzt nicht unbedingt mein Wunschspieler, ne? Aber wir brauchen für die Flügel nochmal einen. Kann der auch rechts spielen? Der Gabbiadini kann er nicht. Torriecher ist schlecht. Was hat der denn so an Leistungsdaten? Diese Saison 11 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen. Letzte Saison 16 Tore, 7 Vorlagen. Der trifft immer. Den müssen wir uns eigentlich gönnen. Wie teuer wäre der denn? 10 Millionen, ne? Ausstiegsklausel von 10 Millionen. Dann gönnen wir uns den einfach. Ist billiger als die 15 Millionen, die wir für Douglas Costa ausgeben. Ist dann natürlich auch eine Nummer schlechter. Aber wie gesagt, wir achten erstmal darauf, dass das Geld reinkommt. Und dann würde ich sagen, die Taktik mache ich doch offscreen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid damit einverstanden. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare eure Gedanken, eure Wünsche für die Transfers. Dann gehe ich darauf eventuell in der nächsten Aufnahmesession ein. Ich kündige ja immer an, wann ich die Aufnahmesession anfange und beende. Also wisst ihr immer ungefähr, wann ich bei euren Wünschen drauf eingehen kann. Und dementsprechend solltet ihr auch nicht sauer sein, wenn ich da 3-4 Folgen lang das ignoriere und ihr denkt euch, ich habe doch vor 4 Folgen geschrieben, warum machst du nichts? Ja, weil ich es noch nicht gelesen habe, Junge. Ich produziere im Voraus, weißt du doch. Also, an den Rest danke und ja, wir sehen uns im nächsten Part, wenn er euch gefallen hat. Daumen nach oben noch nicht vergessen und ein Abo dalassen, damit ihr keins meiner Videos verpassen wird. Und ja, wenn ihr ganz lieb seid, könnt ihr auch euren Freunden von meinem Let's Play hier erzählen. Auch wenn dieser Verein hier RB Leipzig sehr unsympathisch ist. Aber wer weiß, wir kriegen ja viele Angebote von anderen Vereinen. Vielleicht wechseln wir bald, obwohl wir gerade hier was richtig Geiles aufbauen. Aber man soll ja nie sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.